So, willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir haben in der letzten Folge einen Abstecher nach Las Venturas gemacht und haben da schon die erste Mission gemacht. Ich bin dann nur wieder zurückgefahren zum Flughafen, also zu dem Flughafen, dass wir die Mission starten können. You again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. So, und das kann jetzt nur schwierige Mission sein. Was soll ich so eine lästige Mission? You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. And that thing looks like an enthusiast. The U.S. Air Force is less likely to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said less likely. You did as many amphetamines as these guys do, you'd be lucky not to shoot anything that moves. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Genau, wir müssen jetzt so niedrig fliegen wie möglich. Und weil ich ja so der geborene Flugmeister bin, kann das... Oh mein Gott! What the f***? Hallo? Wann ist das jetzt? Was geht mit denen ab? Okay, ich mache jetzt da ziemlich niedrig fliegen. Wir haben rechts wieder so eine Sichtbarkeitsanzeige. Und ich schau mal, wo wir überhaupt hin mein. Oh mein Gott! Na, guten Flug dann. Ich weiß jetzt gar nicht, ich... Über Radargrenze, dann fliegen wir mal ein bisschen tiefer. Also, das Radar geht dann schnell auf, also da müssen wir echt aufpassen, hey. Da jetzt glaube ich... Ah! Mal schauen, ob ich den Berg schaffe. Über Radargrenze. Ja, wart. Ja, bleib schon unten. So, das... Wow. Ja. Geht. Okay, wow. Doch wieder trifft. Gott. Ja, ich bin schon wieder drunten. Nehmen wir einfach mal die Straße entlang. Wow, da vorne haben wir schon das Ziel. Na, es zieht die Abwurfstolle halt. Oh, trifft. Okay, wir müssen jetzt wieder hoch. So, Gas geben und drüber, ja. Ja, gut. Oh mein Gott, kommen wir da durch? Na, what? Oh. Okay, ich fleck da wieder inne. Ja, wart, ich fliege schon wieder tiefer. Ja, jetzt wirklich tiefer, ja. Oh mein Gott. So, jetzt schön wieder über den See, oder ich glaube See ist es sogar. Schön drüber fliegen. Weil da kann man schön tief fliegen. Oh mein Gott, hey. So. Soll er Schleife fliegen? Ja, sehr schön. So. 10 Minuten haben wir, glaube ich, Zeit gehabt. Ja, also zeitlich dürfen wir keine Probleme wieder kriegen.
Aber von Skill her und für die Fähigkeiten für mir, da kann man wieder Probleme kriegen. So, wir kommen jetzt schon langsam wieder in die Wüste. Ah, da haben wir ein Radar. Da soll ich glaube ich mal weggehen. So. Jetzt wird glaube ich mal wieder Raketen auf mich geschossen. Oder? Wow! Das Blöde ist... gesperrter Luftraum. Weg, 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 weg. Da kommt schon die nächste Rakete. Bitte nicht, bitte nicht. Irgendwo auf der Landebahn. Das kann man vielleicht auch noch nicht bringen. So. Irgendwo auf der Landebahn. So. Ad, 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 ein bisschen mehr. Ja, 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 ja. Sind wir schon in der Markierung drin? Juhu! Hammer! Nice! 50.000 haben wir da jetzt gekriegt, hey. Alter Schwede. So, und das Flugzeug können wir jetzt schön in unseren Hangar abhaken. Wenn der abgegangen hat. Irgendwie. Ja, so. Geile. Nein, nicht geile Sch***, sondern Hammer. Nice. So. Das geborene Einpacker sind wir ja. Das wissen wir schon seit dem Parkservice. So. Und aussteigen. Die Türe mag ich nicht so machen, aber das ist mir jetzt egal. Also dann bis zur nächsten Folge. Ciao.